Ist das jetzt auch Lore? Nö. Okay. You shall remember. Was? Merke das am besten einfach. Okay, okay, das ist ein Satz, mit dem ich klarkomme. What? Wo bin ich? Du bist quasi in einem Korn drin. Deswegen, du siehst den Raum nicht auf der Karte, wo du gerade bist. Okay. Du weißt nur, dass du dahin musst, wo du quasi jetzt auch so auf dem Bett bist, um dahin zu gelangen. Also, wenn ich immer hier zurückkehren will, muss ich eigentlich nur zu diesem Kokon, ja? Genau. Okay. Gut, aber dann ist das trotzdem etwas... ich glaube, der ist schwarz. Ja, ungewiss, richtig. Würde ich jetzt erstmal... Ich vergesse das sonst, wenn... Weil theoretisch würde ich jetzt nach der Theorie gehen, okay, wenn ich dieses Gebiet erkundet habe, dann werde ich dieses Rätsel gelöst haben mit der schlafenden Braut, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich das nicht tue, weil dieses Spiel schon öfters bewiesen hat, dass Rätsel, von denen ich erwartet habe, dass sie gelöst werden, wenn ich das Gebiet fertig erkundet habe, zumindest für meine Begriffe, dass trotzdem das Geheimnis dadurch nicht gelöst ist. Oh. Oh, oh, was? Och Mann, ich hätte gern mit denen geredet. Ob das wohl richtige Menschen waren? Nee, das. Also erstmal Menschen waren es schon mal gar nicht. Richtige Käfer? Maybe. Aber was? Ich bin jetzt noch mehr verwirrt als vorher. Es hatte nicht mal einen. Nicht mal ein Zweck. Ja. Ja, es ist halt ein ziemlich schweres Gebiet. Deswegen musst du vielleicht denken. Denken ist nicht so meine Stärke. Wie denken? Kann ich die Lösung jetzt schon... Kann ich es schon lösen? Wer weiß? Oh, schuh! Wie soll ich es lösen? Möchtest du die Antwort darauf denn haben? Naja, ich will ja nicht gespoilert werden, aber ich würde gerne wissen, ob ich mich damit jetzt näher beschäftigen sollte, weil es... Wichtigkeit hat und ich übersehe einfach nur was unfassbar Stupides. Ja? Du übersiehst nichts Stupides. Also dir fehlt einfach Wissen. Wissen? Also das heißt, ich werde... Aber mir fehlt keine Wissen Fähigkeit. Und Macht. Mir fehlt aber keine Fähigkeit, Wissen oder? Und Macht. Also Macht, also eine Fähigkeit, okay. Macht das Sinn? Ja, macht es. Oder ist es nur eine Illusion? Nein, eine... Imitation? Nein. Ja, wie sagt denn der X-Factor-Typ das? Ist es nur eine Illusion oder haben unsere Autoren sie wieder hinters Licht geführt? Keine Ahnung. Ich glaube, der sagt nicht Illusion, irgendwas anderes, ein cooles Wort. Natürlich habe ich jetzt hier so jeglichen Orientierungssinn verloren für dieses Gebiet. Jetzt die Frage, ja gut, die Spinnen leben wieder. Darauf kann ich mich verlassen. Die großen. Naja, ich wollte. Das macht Katzengeräusche! Das bleibt Schuh, dass es Katzengeräusche macht. Miau! So, ich könnte bei der zerstörten Bahn noch. Das Problem ist, ich habe den alten Knacker nicht auf der Karte markiert. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem. Den was? Den alten Knacker. Olle Berliner. Achso. Den habe ich nicht auf der Karte markiert. Aber der war relativ am Anfang des Gebietes. So, hier hoch bin ich noch nie gegangen. Oh, ich habe das Gefühl, wir werden heute nicht viel mehr als dieses tiefe Nest sehen, ey. Das ist echt groß. Ist das tiefe Nest eigentlich optional? Also es ändert nichts daran, wie ich dieses Nest erkunde. Das ist main optional.
Main optional? Also, du musst das machen. Ah, okay. Finde ich übrigens eine sehr, sehr asoziale Stelle hier gerade. So. Weißt du, Laros, du bist einfach ziemlich tief gesunken. Ich meine, du bist so tief gesunken. Oh mein Gott! Schu, please! Ich meine, wann hast du das letzte Mal das Tageslicht gesehen? Ja, das stimmt, das ist schon wirklich eine lange Zeit her. Schau mal, wie bleich du bist. Du hast einen ganz komplett weißen Kopf. Oh mein Gott. Einfach durchdamagen. Du hast noch nicht mal Ridley besiegt. Ja, Ridley muss noch warten. Okay. Im Dezember in Smash. Ridlo. Ach, das war so eine Spinne. Okay. Die machen mir so viel Probleme, die Viecher, ey. Mist. Komm runter. Danke. So. Spiel ist so riesig, das ist so furchtbar. Und du hast so viele Fragen im Kopf. Ja, das stimmt. Das ist, also, ich habe nicht das Gefühl. Wegen dem Gebiet. Nee, nicht nur wegen dem Tiefnest. Allgemein ist das so. Also kein Problem für mich. Aber echt in jedem Gebiet habe ich nicht das Gefühl, ich bin da durch. So, wirklich, das ist so Frage über Frage über Frage. So, auch was die Lore betrifft, so. Es ist alles so unfassbar mysteriös gestaltet, dass ich glaube, dass ich am Ende nicht viel klüger sein werde, als wie am Anfang. Und ich gehe davon aus, dass mein kleiner Hollow Knight sich opfert am Ende. Also ich erwarte alles Mögliche, okay. dass ich sterben werde am Ende. Tu mal stark soll's. Ja, das ist halt alles so, ich habe keine Bedeutung in dieser Welt. Ich erkunde die Welt, aber ich habe keine tiefere Bedeutung. Ich habe keine Emotionen an dieser Welt. Also wäre ein Tod eines Charakters auch nicht unbedingt, also die Opferung dessen, nicht verwunderlich, wenn er das einfach machen würde. Opferung. Ja, so ungefähr. Opferung. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme bei der zerstörten Bahn wieder raus. Oh Gott. Ah, ich find's gut, dass die so angenehm sind. Na, wo kommt der nächste? Der Kopf ist quasi der eigene Endboss in diesem Spiel. Ja, du so musst ungefähr. Einfach das ganze Wissen verbinden. Und nein, dein Endboss ist kein fliegender Kopf, der dich angreift. Von dir selber. Oh, das sieht aus, als ob es hier zu dem Dingsabumster-Gebiet gehen würde. In das über mir. Warte, wie heißt das? Hier, in den See, in den Grünweg gehen würde. Grünweg. Okay. Wow, danke, Spiel. Wahrscheinlich sind die Rücksetzpunkte echt gemein. Ach, das ist doch nicht weit, mein Gott. Es ist ein bisschen merkwürdig. Das stimmt schon, aber ich empfinde das jetzt nicht als gemein oder so. Dafür war das Spiel schon viel zu oft gnädig zu mir. Lade. Ich versuche gerade darüber nachzudenken, ob wir... Nein, haben wir nicht. Ah, der macht die Käfer! Der macht Käfer? Naja, der sieht aus, als ob er Masken machen würde. Und da wir ja nicht wissen, ob die Viecher, die da waren, gelebt haben, würde ich jetzt... Ach, egal. Willst du? Soll ich? Kannst du ruhig. Trägt die Kreatur eine Maske oder ist es ihr Gesicht? In Highlands kann es schwierig sein, das zu erkennen. Schön, wenn es eins hat, ein Gesicht. Nichts, mit dem wir alle gesegnet sind. Für die Gesichtslosen unseres Königreichs bin ich da. Eine Maske, ein Gesicht. Brauchst du eins? Tut es nicht. Um zu formen, um zu konzentrieren, um zu existieren. Was? Kann ich wenigstens bei dir was kaufen? Masken. Also, Interpretation. So.
Die Käfer, die hier geboren werden, werden entweder mit einem Gesicht geboren oder nicht. Da man die Käfer nicht spalten wollte oder die Gesellschaft nicht spalten wollte, hat man einfach beschlossen, kommen die eigentlich, ja, ich wollte gerade fragen, kommen die eigentlich wieder? Hat man beschlossen, dass alle Masken tragen müssen. Damit man, oh Mist, damit man nicht unterscheidet zwischen Käfermaskenlosen, also Gesichtslosen und Nicht-Gesichtslosen. Gleichzeitig könnte es aber auch andersrum bedeuten, dass Gesichtslose eine schlechtere Form von Insekten sind, die keine Seele haben und ich weiß es doch nicht. Interessant. Also, der Typ wirkte gerade für mich wie einfach nur Lore. So. Aber ich hätte gerne was bei ihm gekauft. Masken. Ja, kaufen Sie Lore zum Sonderpreis. Ja. Ich will nicht so viel Lore-NPCs haben. Lore ist langweilig. Nein, Lore ist tatsächlich echt spannend dabei. Das Gebiet ist ja quasi so gestreckt mit Lore. Die Frage, die ich mich stelle, werde ich am Ende wissen, was ich da gemacht habe? Oder bleibt das einfach wirklich krasse Interpretation? Willst du das wissen jetzt, die Antwort? Na, nee, will ich nicht. Du hast schon recht, Schuh. Komme ich irgendwie nach rechts eigentlich? Nee, oder? Tatsächlich, ich muss komplett zurück, oder? Das war ein rein optionales Gebiet. Ist ja auch gar nicht mehr so viel offen, glaube ich. Also jetzt auch schon auf der Map ist schon wenig Weg jetzt. Ja, ich muss halt irgendwie zu ihm finden. Das ist halt so. Zu Zoo. Du noch die alte Bahn, geborene Bahn, tote Bahn, die zerstörte Bahn. Na, da rechts geht's halt noch hoch runter. Aber ja, stimmt. Ich schätze mal, dass da einfach. Ich weiß halt tatsächlich echt nicht mehr, wie es hier lang geht. Tatsächlich, ich folge jetzt einfach der Kartenspur und rush hier ein bisschen durch. Aber ich glaube, ich muss hier runter. Oh, nice. Das war voll gemein. Ich fand das ziemlich nice. Also, gut ist, dass ich die Bahn freigeschaltet habe, weil das bedeutet ja tatsächlich, dass ich dieses gesamte Gebiet hier jederzeit schnell erreichen kann. Das heißt, ich komme an den Baum ran. Das Problem ist, das Gebiet ist so groß, wenn du da links bist, dann ist da rechts trotzdem ein langer Weg, leider. Ja, gut, aber besser, als wenn ich hier von der Pilzöde oder von der Pilzöde komme. Also, das ist Namen auswendig wusstest. Was? Nein, das steht da. Ah, okay. Als ob ich Namen aus... Ich dachte schon. Ich dachte, du kannst nachdenken. Wow, danke. Okay, hier ist irgendein Geheimnis gewesen. Warum war hier ein Geheimnis? Habe ich mich einfach nicht getraut? Wow, ja. Ich habe mich einfach nicht getraut. Traust du dich jetzt? Mist. Hey, weniger Schaden immerhin. Was? Warum summst du gerade? Um den Kampf zu untermalen. Diesen epischen. Okay. Endlich. Ja, jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor den Viechern. Meine Angst, ich habe meine eigene Angst überwunden, okay? Nun bist du ein gestandener Mann. Ja, so ungefähr. Oder was du auch mal sein willst. Ein gestandener Käfer bin ich. Okay. Okay. Bin ich eigentlich hier jemals lang gegangen? Wolltest du übrigens da eben hoch. Was wollte ich? Da wolltest du gerade hoch, glaube ich, oder? Zur zerstörten Bahn? Oder was? Ja, also da diesen Weg hoch. Anstatt jetzt rechts da. Nee, ich wollte jetzt tatsächlich jetzt erstmal hier rechts. Aber dann würde ich einen kleinen Hint geben. Ja. Warte, mach mal auf. Du siehst quasi, ist ein Raum links über dir. Ja. Geht ja noch ein weiterer Raum nach links. Da warst du nie wirklich drin. Du bist in den Raum reingegangen und wieder rausgegangen sofort. Ah. Deswegen voll erkundet. Okay. Also er wird als komplett erkundet gezählt, obwohl ich ihn gar nicht erkundet habe. Ja, nicht bevor du denkst, dass das quasi... Ja. Das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass da nichts mehr wäre. Ja, aber ich könnte trotzdem zuerst zu Zote gehen. Tatsächlich ist einfach die Sache, dass jetzt gerade jetzt das Gebiet kommt, wo ich mich kein Stück mehr daran erinnern kann. Also ich bin ja jetzt von der Bank immer hierher gekommen.
aber wirklich an mehr erinnern tue ich mich halt gerade tatsächlich nicht. Auch was das Tiefnest selber angeht, außer dass ich weiß, dass das hier nur das Gebiet ist, wo die ganzen Spinnen überhaupt erst vorkommen. Also davor sind ja eigentlich fast gar keine Spinnen, außer die kleineren. Weil so. Eher Würmer und Larven. Ja, richtig. Und Mimics. Ich habe sie nicht vergessen. Wieso habe ich das Gebiet nicht erkundet? Ich glaube, du wolltest den Raum zu erkunden. Ja, ich glaube schon, ja. Und dann habe ich den Raum hier vergessen. Was? Bodending geschlagen. So also eine Bodenkokon. Okay. Die Vibrationen des Bildschirms. Mushrooms. Sollte ich eine Bank mir suchen? Ja, ich sollte mir eine Bank suchen. Glaubst du? Nee, das Risiko. Es ist egal, ob das jetzt ein Boss ist oder nicht, aber das Risiko gehe ich tatsächlich einfach nicht ein. Das wäre einfach dumm. Das Risiko einzugehen. Das stimmt, den ganzen Weg laufen. Ich meine, gut, das würde jetzt bedeuten, dass ich mir eingestehe, dass ich den Boss nicht beim First Try schaffe, was ich natürlich werde, weil ich so ein krasser Ficker bin. Aber darüber reden wir nicht. Okay, Bertholz. Was, wie kommst du auf sowas manchmal? Wie schaff ich... Weißt du was, fick dich. Fick dich. Hast du sowas von verdient? Weißt du, ich möchte eigentlich heute nur noch zu den Mantissen gehen und noch einmal, dass sie sich vor mir verbeugen. Einfach aus respektablen Gründen. So. Ich guck mir dann einmal mal ganz kurz die zerstörte Bahn an. Die sind wirklich gegner, finde ich so nervig. Ja, das stimmt. Das sind sie, aber bisher gab es ja nicht viele davon. Weil hier muss es ja auch irgendwo Silberkäfer geben. Was ist eigentlich mit dir los? So, was habe ich jetzt aktualisiert? Ich sag's nur ungern, aber was waren da? Oh, ah, das war der Masken. Typ. Okay. Ja. Gut. Kennst du das kleine Bildchen doch nicht? Dass es eine Spinne ist, sehe ich. Also, das ist ein Käfer eigentlich. Er hat ja auch quasi mit seinen vier Händen die ganze Zeit so ja, die ganze Zeit. Deswegen. Ja. Ich mag meine Rache-Rune. Damage bekommen fühlt sich nicht schlecht an. Ah, ich kann ja was Interessantes zu Masken mal erzählen. Ja, erzähl. Aber was geplant, dass man sich da tatsächlich sein Aussehen erkannte, minimal. Echt? Man konnte sich andere Maske kaufen, ja. Das ich weiß nicht, warum es jetzt am Ende nicht dazu kam oder ob das Zukunftspläne sind für das DLC oder sowas. Und für Hornet in diesem Fall. Aber ich hätte es ziemlich cool gefunden. Bin ich so ein ängstlicher Mensch? Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was ich alles nicht erkunde. Wenn du wüsstest, wie oft du schreiend wegläufst. Vor leeren Räumen. Ja. Aber hier muss es da. Da. Ah, die Schmetterlinge wollen mich immer darauf aufmerksam machen. Katsching. Okay. Ich find's gut, dass hier einfach Sitze sind. Bitte einsteigen. Ich find's uncool, dass ich glaube, dass das hier das Gebiet ist, wo ich viel gegen diese Viecher kämpfen muss. Noch einen? Also es geht hier nur zurück, oder? Ja. Das scheint mir sehr worth it zu sein. Gehen wir zum Boss? Ich meine, mit zwei Bonusherzen. Muss man die auch in einer bestimmten Anzahl töten? Ja, die hast du aber schon, glaube ich. Ja, deswegen, weil ich habe das ja gerade gesehen mit dem... Ach so. Ja, hier, Lebenskeim.
Die helle Flüssigkeit in diesem kleinen Kern ist köstlich und wenn man sie trinkt, fühlt man sich stärker. Ich frage mich, wie meine eigenen Innereien schmecken. Wäre es sehr abscheulich, eine Kostprobe vorzunehmen? Okay! Du hast Probleme, du solltest zum Psychologen! Das ist doch einfach nur noch krank! Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gerade mich einfach nur dem Boss stellen möchte. Ob wetten, ich hätte diesen Boss schon so früher machen können und der gibt mir irgend so eine richtig krasse Fähigkeit. Wieso leuchtet das hier eigentlich? Das sieht aus, als ob da ein Item liegt. Ach so, ah, deswegen. Das gibt mir so eine richtig krasse Fähigkeit, mit der ich dieses gesamte Gebiet, was ich jetzt seit Tagen mache, ja, wirklich, seit Tagen. Oh Mann. Toll, dass du mit der Tram immer so ein bisschen nach links läufst und dann denkst, oh nein, jetzt muss ich wieder zurückgehen und was anderes erkunden. Wie, was meinst du genau? Bist du diesem Gebiet immer nur ein bisschen weiter vorangegangen und dann ja, bist du ja, weil ich noch andere Dinge zu tun hab, so. Deine Pläne sind unendlich. Ja, das stimmt. Aber wenigstens, wenn das wirklich ein Boss ist, es muss ein Boss sein, sonst wäre der Weg nicht so kurz. Es muss einfach ein Boss sein. Es sind viele Blümchen überall. Ja. Es muss einfach ein Boss sein. Ich dachte, hier gibt's keinen Boss mehr. Eine Krabbe? Da. Hey, du siehst da, mich nicht. Da. Wow. Wirklich? Wirklich? Hat das gerade wirklich geklappt? Du hast ihn erfolgreich avoided. Was? Also da kann ich ja gar nicht mehr verlieren. Nicht, das doppeltes Leben fast. Wieso habe ich jetzt 3 bekommen auf einmal? Manchmal geben die 2, manchmal 3. Ah, okay. Je nach Position. Oh, bin ich ein Genie oder bin da, ich ein Genie? Da. Was? Ein der Körper eines gefallenen Kriegers. Willst du mich verarschen? Jetzt geht's zu. Was? Das kann's doch nicht sein, oder? Hochamüsant, muss ich sagen. Das kann's doch jetzt gerade nicht wirklich sein, oder? Hä? Ach komm schon, neue Fähigkeit. Ich habe mich gerade echt gefreut, dass ich gleich eine Fähigkeit bekomme. Jetzt habe ich 5 Herzen, die ich gleich auf so stupide Art und Weise verlieren werde. Oh, das wäre so gut, wenn das ein Bosskampf... Oh, Mann! Ja, das regt mich auf. Okay? Und Laos war wuterfüllt, als er dann... Erfuhr. ...von dann zog. Ja, als er erfuhr, dass er gar keinen Kopfboss bekämpfen muss. Was sollen die Scheiße? Ach, Mann. Ich wette, selbst diese 3500 Geo sind nicht genug, um alles zu kaufen, was ich kaufen will. Ich weiß gar nicht mehr, was du alles kaufen kannst zurzeit. Die Fliege. Wahrscheinlich die Fliege? Hat, ja, die Fliege, Sly. Guck mal, ja. Ich kannte seinen Namen, also ich möchte jetzt bitte mal einen kleinen Applaus haben oder sowas in der Art. Ja, irgendwie glaube ich dir da nicht. Genau, das ich würde so pfeifen wie in so einem Fußballstadion, das Leute tun würden, aber ich kann es nicht. Ey, ich muss mich nicht heilen. Okay, hier sind Bahnen. Ja, magst du Bahnen? Magst nee, du Züge? Tatsächlich nicht. Das ist doch voll faszinierend. Was ist faszinierend? Sachen, die auf Schienen fahren. Ja, aber ich weiß, ich habe halt niemals einen Elefanten gehabt, der versucht hat, von einer Bahn zu fliehen. Ach, komm schon. Hey, guck mal, ich hatte... Oh. Boss? Boss? Wieso warst du gerade so panisch? Boss? An sowas hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist kein Boss dran, du verarschst mich gerade nur. Ich dachte schon, du willst jetzt einfach reinspringen, ohne Angst zu haben. Da liegt ein Gegenstand, ich gehe da rein. Furchtlos, sag ich das. Ja.
Eine fucking Bahnkarte. Oh, ist das geil. Warum auch immer ich eine Bahnkarte bekommen habe. Eine lebenslang gültige... Oh. Eine lebenslang gültige Karte für die Bahn, die Teile von Highlands Nest vermisst. Diese Karte kosten eine Unmenge Geo und jeder Kauf muss vom König genehmigt werden. Ja, gut, dass ich sie hab. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht wofür. Hast du schon Bahn getroffen im ganzen Map? Ach ja! Ich erinnere mich! Ja, es gab ja eine verschlossene Bahn, warte. Das war irgendwo. So lang rechts. Her, aber. Das müsste hier oben sein, irgendwo. Ah, du siehst sie auf der Map sogar. Ah, da unten. Ja. Da. Hm? Ja. Okay, ich erinnere mich. Ja, das würde sich ja ganz gut mit dem Shopping-Tour treffen eigentlich. Das stimmt. Das ist, um sich da mal umzugucken. Ich darf es bloß nicht vergessen, dass ich es kann, also. Aber tatsächlich, sind wir mal serious? Was kann ich noch großartig machen? Pilzode, da geht's noch nach links, aber ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, was da links ist. Wirklich tatsächlich nichts. Also Pilzöde könnte ich vielleicht mir nochmal genauer angucken. Welches Gebiet wir noch gar nicht erkundet haben, ist das Nebelnest? Oder hieß das? Nee, das hieß Nebelschlucht. Die haben wir gar nicht erkundet. Die Stadt der Tränen. Wir könnten uns Schlüssel kaufen. Ich glaube, ich besitze auch momentan noch einen Schlüssel. Weiß ich jetzt aber gerade tatsächlich nicht. Da hinten rechts. Und da geht's halt auch noch ein Stückchen weiter. Da war es vorher dunkel. Ja, ich sehe es ja an den goldenen Dingern. Die ganzen goldenen Gebiete. Zum Schmied kann ich auf jeden Fall. Der Grünweg ist halt auch noch ein ganz kleines bisschen offen. Holy shit, Differenzialanalyse. Eine Differenz zu machen ist echt. Was für perverse Sprünge werden hier von mir verlangt? Was soll denn das? Okay, dann bin ich hiermit auch durch. Aber dann kann ich ja wirklich tatsächlich sagen, das Tiefnest ist jetzt fast das einzig komplett abgeschlossene Gebiet. Also außer die ganz Kleinigkeiten wie der Baum und die Leiche. Achso. Und Zote. Und Zote. Ja, Zote will ich ja jetzt gerade machen. Und die restlichen Gebiete der Karte natürlich. Okay. Das ist halt so das Einzige. So. Du bist wahrscheinlich nicht neu gespawnt, weil ich keine keine Bank gefunden habe. Okay. Also, ich könnte ja einfach oben rumgehen eigentlich, oder? Ich sehe da jetzt nicht die... Das stimmt. Das ist das große Problem dabei. Interessant. Der Fortschritt bleibt heute so ein bisschen aus. Du hast schon viel Fortschritt gemacht. Ja, findest du? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Das Gebiet ist halt wirklich groß, ey. Und ich hätte mir vieles vereinfachen können, wenn ich nicht so zwanghaft dieses Gebiet nicht verlassen möchte. Weil das Gebiet ist so groß wie mein Bildschirm. Oder dein Bildschirm anscheinend. Macht Sinn. Ich gehe erstmal den Weg hier runter. Schlimmstenfalls gehe ich den anderen Weg wieder hoch. Aber das scheint das scheint mir ganz gut zu sein. Ich denke mal, ich will wieder gehen. Dieses Geräusch geht mir so auf den Sack. Also da habe ich ja erkundet, aber... War Zote hier drüben? Zote war aber nicht hier drüben, oder? Soll ich hinten? So heiß und kalt? Ja, das wäre ganz lieb, weil... Kalt, okay, danke. Das ist ja hier ein abgeschlossenes Gebiet an und für sich. Und ich würde das jetzt nochmal komplett durchlaufen. Willst du nochmal heiß und kalt haben? Sag jetzt Bescheid. Ich müsste sowieso nach oben raus. Also nach oben würde ich so oder so kommen. Okay. Deswegen, also ich würde jetzt erstmal die normalen Gebiete erkunden hier. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich dem nicht mehr so fern bin.
Oder? So nah und doch so fern. Ha. Der Boss war ganz, ganz unten, oder? Ja, es müsste Ulrester für mich sein eigentlich. Okay. Weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wo ich hier gerade lang gehe, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich allen Geräuschen eine Bedeutung zumessen möchte. Ah. Nice. Oh! Ah, hallo. Hi! War der letztes Mal schon da? Nein. Na, Minobis. Oh, hallo, hallo. Was für Nervenkitzel hier mitten in den Höhlen. Höhlen der Bestien. Solch warme Behaglichkeit zu finden. Diese zweifellos ein wilder Ort. Angeblich gibt es tief unten im Bau ein Dorf. Seine Bewohner haben den König von Heidelsis nie anerkannt. Hä? Bleib doch eine Weile hier bei mir. Dieses Wasser wirkt Wunder bei müden Beinen. Okay. Also, der König von Heilandsnest ist ja der König von allen Gebieten, oder? Ja. Okay. Und mit den Bewohnern dieses Ortes meinen sie wahrscheinlich die Spinnen. Oder? Ja. Ich find's lustig, dass seine Waffe hier an der Bank angelehnt ist. Das ist ein schönes Detail. Ja, das ist ein sehr schönes Detail. Okay, hab ich schon erfahren, warum die Spinnen sich hierher zurückgezogen haben? Sie sprachen irgendwas von einem Geist, glaube ich. Geist? Kann, ja, ich glaube, die Hebamme hat was darüber erzählt, von wegen, dass der Geist sie dazu trieb, hier unten zu bleiben. Geist her? Das war kein Geist, sondern das war eher ein Deal. Der darum ging's. Deal mit dem Geist dann, oder ein was? Handel. Irgendein Handel mit irgendeinem. Okay. So. Okay. Oh, ich bin so gespannt, wenn ich... Grabi. Okay, ich gehe erstmal runter. Erstmal schon allein wegen dem Geräusch. Zur Ruhe. Ja, schon allein wegen dem Geräusch. Oh! Der Leichnam eines Grabfüßers. Hä? Du kannst ja nicht besiegen, deshalb gibt es Möglichkeiten, den Gegner halt trotzdem im Buch zu haben. Okay. Gut, machen wir erstmal eine Pause, meine Lieben. Hast du noch irgendeinen Werbespot für uns? Fällt gerade keiner spontan ein. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd.